Servus Leute, willkommen zurück zu einem weiteren TCG Opening. Heute machen wir mal wieder was von Digimon auf, nachdem wir die letzten vier Male, glaube ich, was von Pokémon gemacht haben. Und zwar ist jetzt, wenn wir die Reihe weiterverfolgen, BT04 wieder dran. Letzten beiden Male haben wir ja aufgemacht BT1 bis 3, bei uns zusammengefasst in den Special Release Boosterboxen 1.0 und 1.5. Jetzt eben BT04, jetzt sind wir wieder im japanischen Rhythmus drin. Also da sind wieder die englischen Sets, also die internationalen Sets, gleich mit den japanischen. Das Set heißt Great Legend, habe ich vor ungefähr 9 Monaten schon mal was aufgemacht. Wir haben wieder, wie immer, 12 Karten in einem Booster und 24 Booster in dieser Box. Hier ist jetzt die Besonderheit, hier ist gar nicht, also normalerweise steht da immer hier Box Promotion, bla bla bla. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist zwar wieder ein Boxtopper drin, wir haben auch Dashpacks, aber hier steht es halt nicht drauf. Gut, wie dem auch sei. Wir haben einen Boxtopper hier drin, wie schon gesagt. Und ich zeige euch mal gerade, welcher das ist. Boxtopper sind diese Karten hier. Markus Dramon oder Damon, davon die teuerste. Dann Kari ist noch drin, Izzy. Dann haben wir unten die Yoshino, Thomas H. Norstein, den habe ich beim letzten Mal gezogen. Und Tai. Ja, alle nicht sehr teuer. 2,50 hier der teuerste, den ich letztes Mal gezogen habe, ab 20 Cent. Die coolste Karte hiervon finde ich eigentlich Izzy. Da gefällt mir der Hintergrund so gut, mit diesem bronze-goldenen Schlieren hier. Aber natürlich würde ich auch Tai oder Kari sehr gerne ziehen, so als OGs. Genau. Neben diesem Boxtopper hat man dann noch bei jedes Booster einmal dieses Great Legend Power-Up Pack bekommen. Hier sind 6 Types in total drin, 2 Karten insgesamt in diesem Booster. Und das können sein P29 bis 34, also Agunimon, Lobomon, Gatomon, Palmon, Sunarisamon und Demidevimon. Gucken wir uns auch gerade mal an. Diese Karten finden wir, wenn ich umgeschaltet krieg, hier. Ab da geht's los. Agunimon, Lobomon, Gatomon, Palmon. Da hatte ich die gezogen als Holo. Die war auf dem 2. Slot. Und Sunarisamon hatte ich gezogen als Non-Holo. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer dann so ist, dass die 2. Karte Holo ist und die 1. Non-Holo, weil hier steht auch drauf, this pack also includes alternative art cards from the above types. Also ich denke mal, die 1. ist immer Non-Holo und die 2. Holo und wir können halt eben beides haben. Das auf jeden Fall die Karten. Und wenn man ein Display gekauft hat, hat man auch wie immer 2 Dashpacks dabei bekommen. Also pro 12 Booster, die du gekauft hast, 1 Dashpacks. Hier sind 24 drin, deswegen 2. Aber, auch das hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, wenn man sich Starterdecks gekauft hat, und das hatte ich ja auch getan, dann hat man für 2 Starterdecks auch nochmal ein Great Dashpack bekommen. Heißt also, wir haben insgesamt heute 3 Dashpacks, ein Display mit Boxtopper und dieses Great Legend Power-Up Pack. So. Wir gucken nochmal gerade, was in diesen Dashpacks drin sein kann. Das ist nämlich hier P25, 26, 27. Das ist hier unten das Gran Kuvagamon mit der 25. Und dann Black Walkraymon und Metall Garurumon. Das letzte Mal hatte ich gezogen aus 4 Dashpacks. Einmal Metall Garurumon und 3-mal das Gran Kuvagamon. Ich hätte von daher heute ganz gern ein Black Walkraymon, damit ich alle 3 einmal habe. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also ich habe noch 3 Dashpacks, wollte ich eigentlich zulassen, muss ich halt sonst noch mal ein paar aufmachen. Aber ich denke mal, aus 7 Dashpacks dann insgesamt werden wir wohl einmal Black Walkraymon ziehen. Aber gut, wie dem auch sei. Zum eigentlichen Set gibt es gar nicht so viel zu sagen. Da zeige ich nur mal gerade die teuersten Karten. Das ist nämlich Luzimon als alternative Karte, genauso wie Ancient Greymon als alternative und dann beide nochmal als normale Super Rare. Die Karten aber alle nicht sehr teuer, wie gesagt 23 Euro hier die teuerste, dann 17, 13, 12 und alles was danach kommt, ja, ist dann schon im einstelligen Bereich. Letztes Mal hatte ich unter anderem gezogen das Ancient Garurumon als alternatives Artwork. Ansonsten hatte ich glaube Nidhoggmon, Blastmon, Aldermon, Ricegraymon, Dandevimon, Gogamon, Lilamon und Mirage Gaogamon als normale Super Rares und Dandevimon als Alt Art. Ah, genau, ich hatte Ancient Garurumon hatte ich als Normal Art, also normale Super Rare und das Dandevimon, das hatte ich als alternative Artwork-Karte. Genau, so rum war es.
Ja, von daher würde ich einfach mal sagen, haben wir jetzt alles Wichtige geklärt zum Set. Ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid. Wir fangen an tatsächlich mit dem Boxtopper. Der interessiert mich jetzt am meisten. Da will ich mal gucken, ob ich da nicht Tai oder die gute Kari gezogen bekomme. Erstmal hier die Folie vorsichtig aufmachen. Wobei, so vorsichtig muss ich gar nicht sein. Schauen wir einfach mal direkt hier in die Box rein. Hoppasa. Was wir hier haben. Und das ist... genau wie beim letzten Mal. Klebt einfach oben fest. Okay, es ist... Kari, sehr geil. Okay, sehr, sehr gut. Endlich Kari. Wie gesagt, jetzt habe ich Kari von den OGs. Fehlt mir noch Izzy und Tai, damit ich die ganzen drei, ja, halt eben OG die Geräte habe. Das ist mir wichtig. Ist mir gar nicht wichtig, dass ich jetzt hier den teuersten ziehe, den Damon oder wie der hieß. Und dann geht mir einfach nur darum, dass ich die OGs habe. Und jetzt habe ich schon mal Kari. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Lege ich mal gerade beiseite. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt zwei Dashpacks auf. Wir machen zwei Dashpacks auf, dann das Display und die dann noch zum Schluss. Dann denke ich, haben wir einen ganz guten Mix aus Sonne und Wolken hier. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ein Great Dashpack mit einer Karte. Was fehlt mir hiervon noch? Ach genau, Black War Cremon, das war das, genau. Muss ich hier aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme mit dem anderen Pack, dem Great Legend Power Up Pack. Black War Cremon. Okay, 3, 2, 1. Metallgarurumon nochmal. Okay, ist kein Black War Cremon. Ist auch von den drei Karten die günstigste. Wie gesagt, Preise sind mir eigentlich wurscht. Aber ich will es trotzdem mal anmerken. Immerhin das letzte Mal dreimal die teuerste gezogen, sozusagen, oder so gesehen. Das vertröstet dann doch etwas. Aber jetzt habe ich schon dreimal Granku Vagamon, zweimal Metallgarurumon und noch nicht einmal Black Warcraemon. Aber vielleicht ist es hier drin. Ich drehe um. 3, 2, 1. Jawohl, nice. Da ist es. Black Warcraemon. Jetzt habe ich alle drei Karten aus den Dashpacks. Und Black Warcraemon ist natürlich auch zweite Staffel, ne? Der Digimon-Kaiser erschafft ja Black Warcraemon bzw. Arokenimon. Aber ne, das spielt da alles so mit rein. Black Warcraemon, sehr, sehr geil. Gut, also Kari haben wir, Black Warcraemon haben wir. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden bis jetzt. Wenn wir jetzt noch ein paar coole neue Karten ziehen würden, wäre das natürlich Oberpremium. Aber bis jetzt sieht schon mal ganz gut aus. So, ich finde dieses Design einfach ultra geil. Auch wenn wir jetzt sagen könnt, ist ja pink oder so. Aber ich finde das einfach mega geil. Irgendwie hat das was. Ne? Auch das Booster, dass die so wild aussehen, hat irgendwie was. Finde ich ultra geil, die Digimon Booster Designs. Aber gut, dann schiebe ich das mal beiseite. Und ich werde es jetzt so machen, ich werde zuerst den kompletten rechten Stapel runtergehen und dann den linken. Ne? Einfach nur so zur Info. Ich denke mal, dann sind die Karten ganz gut gemischt. Digimon mache ich immer mit der Schere auf, weil die Packs so kurze Krimps haben nur, da kommst du sehr schlecht runter. Deswegen schneide ich die immer mit der Schere auf. Hier ist wie immer die Play-Karte oder diese Index-Karte heißt sie, glaube ich, offiziell. Mit den Play-Costs. Kartentrick gibt es nicht. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal gerade nach dem Fokus. Fokus hat aber gepasst, bin nur ein bisschen näher ran. Und dann schauen wir mal. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit ziemlich viel Bildrauschen habe. Wobei ich gar nicht weiß, woran das liegen kann, weil ich an meinem Setup und so gar nichts verändert habe. Ich weiß jetzt nicht, mit dem dunklen Hintergrund ist es vielleicht noch schlimmer. Muss mal gucken, ob ich da irgendwie einen Filter nachher drüber legen kann im Schnittprogramm, dass es das ein bisschen behebt. Mal schauen. Ghostmon, erstmal als normale Rare und Dark Roar. Auf der anderen Seite ist es aber auch eigentlich fast egal, weil YouTube am Ende die Bitrate eh so runterschraubt. Das fällt mir immer extrem auf bei den Minecraft-Videos oder so. Ne? Da sieht das Gras meistens dann ziemlich beschissen aus. Mach Gaugamon und Aldamon als Super Rare. Die hatte ich aber leider beim letzten Mal schon gezogen. Minecraft kann auch sein, dass da bald mal wieder ein bisschen was kommt. Hatten jetzt die letzte Zeit wieder ein bisschen gezockt. Da habe ich auch wieder bei aufgenommen. Hat aber noch nicht die Muße, da irgendwas zusammenzuschneiden. Varoduhumon und Beowolfmon. Okay, der ist neu.
Beowulfmund sagt mir gar nichts, aber sieht nice aus. Weil bei uns ist das dann meistens so, dass wir, war jetzt zwischen den Jahren so, wie der Ultrabock auf Minecraft, keine Ahnung, 50 Stunden gesuchtet und dann, ja, war die Lust wieder weg. Deswegen kommt das immer so schubweise. Erstmal Victory Greymon hier als normale Rare und dahinter ist das dein Ernst. Ancient Garurumon. Ich ziehe zweimal dieselbe Secret Rare. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist absolut unlucky. Das ist nämlich wirklich haargenau die Secret Rare, die ich schon habe. Okay. Ja, sehr schön. Bei zwei Secret Rares pro Display ja, hätte es ja besser kaum laufen können. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das Set hat nur drei Secret Rares. Nämlich das Ancient Garurumon, Ancient Greymon und Luciemon. Von daher ja, wenn man es so sieht, die Chance, eine Secret Rare oder dieselbe Secret Rare wieder zu ziehen, 1 zu 3. Nochmal Victory Greymon und Mach Gaugamon. Von daher kann ich verstehen, wenn man sagt, ja, 33% die Chance, die Karte nochmal zu ziehen, ist unlucky, aber kann vorkommen. Aber auf der anderen Seite, oh, erstmal, ah ne, normale Rare, Shine Greymon, sieht aber wild aus. Und dahinter ist Varoduromon. Aber auf der anderen Seite hat das Set 15 alternative Artworks. Und dadurch, dass es ja nicht garantiert ist, eine Secret Rare zu haben und eine alternative Artwork-Karte, sondern eine Kombination aus entweder oder, also entweder 1-1 oder auch 2 Secret Rares und 2 Alternative. Erstmal sieht Garurumon und Bunch Leomon. Ja, das rückt das Ganze dann wieder ein bisschen ins Verhältnis. Und dann sage ich, wenn hier quasi 18 Top-Hits drin sind, ne, also 15 Alternative und 3 Secret Rares, und hier alles drin sein kann, dann ist die Chance ja fast, oder dann ist die Chance 1 zu 18 eigentlich, genau die, also genau die Karte nochmal zu ziehen. Und das ist dann schon sehr, sehr unlucky. So, erstmal Blinding Ray und Blastmon als Super Rare. Lass mich gucken. Ach, die habe ich leider auch schon. Okay, schade. Sieht zwar sehr wild aus, das Artwork, aber habe ich schon. Aber jo, gut. Die Karten hier aus dem Set sind ja teuer. Wie gesagt, die teuerste Karte ist gerade mal 25 Euro wert oder so. Von daher ist das jetzt kein Drama, die jetzt danach zu kaufen. Aber ich ziehe halt lieber gern die ganzen Karten, als die mir zu kaufen. Von daher erstmal Thomas Hahn Norstein als Rare und Pollen Spray. Ja, von daher ist es jetzt fürs Feeling, fürs Aufmachen einfach ein bisschen lame, aber gut. Ist jetzt auch kein Bruch. Die Alternative ist ja noch drin, beziehungsweise die Alternative oder noch eine zweite Secret Rare. War Growlmon und Hell's Gate. Insofern stecke ich hier den Kopf noch nicht in den Sand, dass wir nicht gleich noch eine fette Karte ziehen können. Ich meine, wir können ja immer noch die teuerste ziehen, ne? Ist ja nicht so. Also das Luciemon als Altart können wir immer noch ziehen. Yoshino, Fujita und okay, das ist die Alternative. Lobomon, alternatives Artwork. Genau, und das ist eine Besonderheit in dem Set. Normalerweise ist es so, dass nur die Super Rares als Altart auftreten können. In dem Fall haben wir jetzt Lobomon, was normalerweise, ich glaube, man kann es erkennen, was normalerweise ein Ankommen ist als alternatives Artwork. Und die Karte sieht fett aus. Hier diese, ich weiß gar nicht, was das sein sollen, diese Blitze oder was, der verschießt da irgendwas. Auf jeden Fall außenrum alles Hochglanz. Die ganze Karte mit so einem schönen Holo. Das sieht sehr, sehr cool aus. Gut, und damit haben wir aber jetzt dann tatsächlich schon die beiden Top-Hits eigentlich raus. Es sei denn, wir haben hier wieder ein Error-Display. Das hatten wir ja schon mal, dass irgendwie erstmal Izzy, Izumi als Rare und Kari dahinter, nice. Das hatten wir ja schon mal, dass irgendwie 8 Super Rares garantiert waren. Oder es wurde gesagt, da sind 8 drin, aber wir hatten mehr, wir hatten 9 oder so. Von daher mal abwarten. Die erste Display-Hälfte ist auf jeden Fall jetzt weg. Wir machen jetzt mit der linken weiter und sind quasi jetzt genau bei Halbzeit. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Genau, hinten steht es ja nochmal drauf. 44 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 12 Super Rares und 3 Secret Rares sind drin. Das letzte Mal hatten wir gezogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Super Rares. Das ist die 9.
Das heißt, drei sind noch drin. Drei Super Rares fehlen mir quasi noch, um das normale Set voll zu machen. Normales Set bedeutet in dem Fall Set ohne die Secret Rares, weil die Secret Rares, zumindest bei Pokémon, gehen ja über das Set hinaus. Das heißt, die sind eigentlich theoretisch nicht mehr Bestandteil des Sets. Aber da gibt es auch ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Erstmal Cerberusmon im Werewolf-Mode und Lilamon. Okay, unlucky, weil auch die hatte ich das letzte Mal schon. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Super Rares in diesem Display garantiert sein sollten. Ich schätze mal, es sind auch wieder so um die 8. Ich glaube, es waren beim letzten Mal 8. Von daher mal gleich gucken, wie viele wir schon haben. Erstmal Commandramon und Markus Damon. Und wir haben bis jetzt 1, 2, 3, 4. Okay, wenn man mal davon ausgeht, dass wieder so ja, ungefähr 8 drin sind, sollten wir auf jeden Fall noch ein paar haben. Und falls es den einen oder anderen von euch auch interessiert, heute ist ja der 17.3., wenn das Video rauskommt. Und an dem Tag erscheinen die Zenit der Könige Tinboxen. Erstmal Orochimon und Mirage Gaugamon. Okay, den hatte ich beim letzten Mal sogar schon zweimal. Sieht von daher nicht allzu gut aus mit dem Ziel, die 12 voll zu machen. Aber gut, noch sind wir dann am Ende. Ne, aber heute erscheinen, wie gesagt, die Tinboxen. Das Ding ist nur, ich bin jetzt die nächste Woche im Urlaub und komme daher nicht dazu, die Dinge aufzumachen. Und ich werde es auch nicht schaffen, für den Freitag, wo ich im Urlaub bin, ein Video vorzuproduzieren. Erstmal Chaosmon und Trident Revolver. Von daher wird es erstmalig in der Geschichte, also seit ich TCG-Videos bei YouTube mache, der Fall sein, dass eine Woche kein Video kommt. Aber ich denke mal, das ist zu verkraften. Dark War und Gogamon als Super Rare. Oh, den hatte ich beim letzten Mal auch schon zweimal. Leck mir doch die Nudel. Ja, es wird zu verkraften sein, denn sobald ich wieder da bin, gibt es dann erstmal dick die Galar-Tinboxen aufs Auge. Ja, drei Stück mache ich auf. Und darauf die Woche, sofern alles klappt, ja, ich drück Pokémon die Daumen, dass es diesmal wieder hinhaut. Danach kommt dann Karmesin und Purpur. Und da werde ich richtig dick reingehen. Aber erstmal sind wir jetzt beim Blinding Ray und dahinter der Full Moon Blaster. Ja, da verspreche ich euch, da wird es also richtig was aufs Auge geben. Da wird es Display, Top-Trainer-Boxen, Blister, da wird alles aufgemacht. Das wird mein größtes Opening, glaube ich, wenn man dann so nach Boostern geht. Nochmal der Trident Revolver und Rise Greymon, den ich bereits schon hatte. Ja, auf Karmesin und Purpur bin ich mega gehypt. Nicht unbedingt, weil die Karten da drin so geil finden sind. Also ich finde sowohl die Starter als auch die Legendaries echt nett geil. Aber wir haben Arcani und Gyarados da drin in der Terra-Kristallisationsform. Die Karten sehen fett aus. Und was ich so geil finde, die Promos, die dann in den Blistern sein werden, die werden einen Star oder Universe Holofoil bekommen, wo der Rand auch in diesem Star Universe Holofoil ist. Das gab es ja schon mal hier so, was weiß ich, 2007 darum, in der alten EX-Zeit. Das sieht so geil aus, da freue ich mich mega drauf. Erstmal haben wir hier noch Yoshino, Fujita und Marin Shimairamon. Aber wie gesagt, alles unter der Voraussetzung, dass der Kram pünktlich hier ankommt, weil die haben jetzt auch bei den Tinboxen wieder derbe Probleme. Ich bekomme zum Beispiel jetzt, also eigentlich sollte ich am 17.03. ein Display, also nee, anders, Tinbox Case bekommen. Bedeutet mit 3x3, also alle drei Tinboxen 3x. Ich bekomme aber jetzt nur ein Dreier-Set erstmal ausgeliefert. Tai nochmal als Rare hier hinter. Ne? Also es gibt drei Tinbox-Art-Sets und da hatte ich jedes 3x bestellt, also insgesamt 9 Tinboxen und ich bekomme jetzt am Release am 17. nur 3 von diesen 9 ausgeliefert und die restlichen 6 bekomme ich erst im Mai nachgeliefert. Ne? Also schon krass, was die wieder für Probleme haben gerade. Cerberusmon im Werewolf-Mode und Darkdramon dahinter. Aber wenn das kommt, wenn das alles ankommt, was ich da vorbestellt habe zu Karmesin und Purpur,
dann weiß ich noch nicht, in was für ein Paket die das packen wollen, weil das ist eine Riesenlieferung. Ja, nur um so mal ein paar Eckdaten zu nennen. Ich habe eine zweistellige Anzahl an Top-Trainerboxen, eine zweistellige Anzahl von Displays und ich glaube, ich habe auch jeden Blister 3-mal, oder? Oder, nee, Blister-Setzer, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viel vorbestellt. So, Ghostmon und Nidhoggmon dahinter als Rare. Ja, was soll ich sagen? Die habe ich leider auch schon. Und damit sind wir dann schon beim letzten Booster angelangt. Und ich bin ganz early. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch was ziehen. Selbst wenn. Also meine angestrebten 12 Super Rares bekomme ich auf gar keinen Fall voll. Das heißt, ja, was mache ich? Mache ich nochmal ein Display auf, in der Hoffnung dann diese zwei Karten zu ziehen, die vielleicht, keine Ahnung, mich 4 Euro kosten? Oder sage ich einfach, okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, Display kostet, keine Ahnung, 50 Euro. Wenn ich mir meine fehlenden Karten noch kaufen müsste, müsste ich investieren 40 Euro. Es lohnt einfach nicht mehr. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Eventuell sehen wir jetzt die letzte Rare oder Super Rare aus Great Legend. Es ist Dark Roar. Ziemlich unspektakuläres Ende. Beziehungsweise am Ende sind wir so gesehen noch nicht, denn wir haben ja noch zwei Booster, zwei extra Booster. Ein Great Dash Pack und dann einmal das Great Legend Power Up Pack. Machen wir zuerst das Dash Pack auf. Ich fände es trotzdem geil, wenn hier jetzt nochmal Black Wargreymon drin wäre. Weil, einfach aus dem Grund, dann habe ich Gran Kuvagamon 3-mal und die anderen beiden jeweils 2-mal. Brauche jetzt nicht 4-mal Gran Kuvagamon. Aber ich kenne mein Glück. Wir schauen einfach mal, was drin ist. Metal Garurumon. Okay, jetzt habe ich 3-mal Gran Kuvagamon, 3-mal Metal Garurumon und 1-mal Black Wargreymon. Gut, dann, ja, tatsächlich letzter Booster für heute. Das Great Legend Power-Up Pack mit zwei Karten in diesem Booster. Das letzte Mal hatte ich ja gezogen Sunarisamon als erste Karte. Ich sage jetzt mal normale Karte. Und Palmon als Holo, also als zweite Karte. Bin mal gespannt, was wir jetzt ziehen werden. Hoffentlich einfach nur zwei andere. Aber wie gesagt, ich kenne mein Glück. Wir schauen einfach mal, was in diesem Great Legend Power-Up-Pack drin ist. Okay, es fängt schon mal gut an. Mit Demi Devimon. Das ist die erste Karte, die Non-Holo. Die ist unspektakulär. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass hier hinter wieder die Alt-Art-Karte ist. Also die Holo-Karte, die Holo-Version einer dieser 6 Karten. Wir schauen mal, welche es ist. Gatomon. Okay, nice. Das ist fett. Dann habe ich jetzt Palmon und Gatomon als Holo. Die Karten finde ich cool. Die sehen schön aus. Alright, alright, alright. Dann sind wir jetzt am Ende angelangt tatsächlich. Das sind die gezogenen Karten aus dem Display. Wir gehen nochmal alle durch. Wir haben Aldamon, Beowulfmon, die Karte ist neu. Blastmon hatten wir schon, Mirage Gaugamon hatten wir schon, Gugmamon hatten wir schon, Nidhoggmon hatten wir schon, Ricegraymon hatten wir schon, Lilamon hatten wir schon, Ancient Garurumon, unsere Secret Rare, auch die hatten wir schon. Und damit ist die zweite neue Karte nur heute aus dem Display, das Lobomon. Und da muss ich halt ehrlich sagen, Beowulfmon, keine Ahnung, ich hatte es hingeschrieben, wie teuer die ist. Ich schätze jetzt mal so 1 Euro, vielleicht 2. Lobomon hatte ich gesehen, war manchmal um die 10 Euro. Also 12 Euro habe ich jetzt quasi an Kartenwert neu bekommen. Und ein Display hiervon kostet, weiß ich nicht, 40, 50 Euro vielleicht noch. Also selbst das hat jetzt heute schon nett gelohnt, sage ich mal. Ich hätte jetzt auch mir die 40 Euro sparen können und hätte mir einfach für 12 Euro die beiden Karten gekauft. Wäre ich am Ende besser weggekommen. Aber gut, hat ja trotzdem Spaß gemacht. Nur sage ich jetzt ehrlicherweise, nochmal eins macht jetzt wahrscheinlich gar keinen Sinn mehr. Gut, deswegen muss ich jetzt überlegen, ob ich mir nochmal ein Display hiervon zulege, beziehungsweise eins habe ich noch, ob ich das aufmache. Ja, schwierige Entscheidung. Wahrscheinlich, oder die sinnhaftere Entscheidung wäre zu sagen, das war's. Aber das war's noch nicht komplett, denn wir haben ja immerhin noch gezogen jetzt die beiden Promos, Demi Devimon und Gatomon. Dann 2-mal Metal Garurumon aus dem Dashpack, 1-mal Black Wargreymon und der Boxtopper
Wakari. So, von daher ist das die tatsächliche Ausbeute von heute von Great Legend. Und ja, ich würde einfach sagen, die Infos für nächste Woche habe ich gedroppt. Nächste Woche einmal Pause, danach die Tinboxen, danach Fettkamsin Purpur. Ja, bleibt nichts anderes weiter zu sagen als mir einen schönen Urlaub. Ja, einfach mal selbst einen Urlaub, schönen Urlaub gewünscht. Einfach mal so fresh gewesen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, wie immer, halt die Wurst hoch. Ciao.